Detlef Übel, der große Preis von Deutschland in Cottbus ist vorbei. Sie müssen richtig zufrieden sein, Ihre beiden Top-Fahrer, Christina Vogel und Max Levy, haben ja einen Doppelsieg jeweils geholt. Wie finden Sie das? Ja, also da in dieser Richtung auf jeden Fall. Die beiden waren souverän hier, waren überragend, waren auch gerade Max Levy nach seinem Ausfall im Winter und die Nichtteilnahme bei der WM war sicherlich imponierend, wie er sich hier zurückgemeldet hat. Auch wenn man immer sagen muss, dass die Maßstäbe natürlich noch anders sind, auch bei anderen Wettkämpfen wie Weltcups und so weiter. Aber dennoch Respekt und ich denke mal, er kann auch die nächste Saison wieder voll angreifen. Insgesamt muss ich aber sagen, dass eigentlich die Top-Leute wie jetzt Max und Christina in erster Linie überzeugt haben, aber gerade so die zweite Reihe, die sogenannte zweite Reihe, hat hier doch für meine Begriffe, naja, doch ganz schön enttäuscht. Und ich denke mal, da haben wir auch ein paar Sachen gesehen, die wir wirklich auch nochmal ernsthaft bereden müssen, beziehungsweise woran wir arbeiten müssen. Lassen Sie uns mal bei Max Levy bleiben, der wird am Montag 30 Jahre alt. Was wünschen Sie ihm denn ganz persönlich da zum Geburtstag? Ja, bei ihm ist es ja so, dass man wirklich als erstes wünschen kann, auch wenn es eine Floskel ist, aber Gesundheit, das ist, denke ich mal, bei ihm ganz wichtig. Da hat er gerade in den letzten Jahren viele Sachen erleben müssen und da hat er sicherlich auch vieles, ich sag mal, investieren müssen, um wieder fit zu werden. Von daher Gesundheit und natürlich, dass er wirklich, sage ich mal, mit dem Niveau, was er jetzt hat, auch immer noch, ich sag mal, in der Lage sein sollte, international ganz vorne mit reinzufahren. Max hat ja den großen Wunsch, dass er im September in Berlin bei den Bahnrad-Europameisterschaften an den Start gehen darf. Wollen Sie ihm das vielleicht schon zum Geburtstag schenken, die Nominierung? Nee, das kann ich auf keinen Fall und schon gar nicht in diesem Rahmen. Die sind ja im Oktober, die Europameisterschaften. Aber wie gesagt, er hat hier eine gute Ausgangsposition und wir sind jetzt dabei, die Planung zu machen, weil wir müssen ja auch strategisch denken, was die Weltcup betrifft, die dann nach den Europameisterschaften noch sind. Wir haben sehr viele junge Leute, die in der Ausbildung stecken, gerade jetzt im September, Oktober. Also da müssen wir schon ein paar Sachen berücksichtigen. Aber ich denke mal, Max hat da sicherlich schon eine ganz gute Ausgangsposition. Vielen Dank.